Die Anlage wurde mit ThyssenKrupp-Technologie zur Herstellung von erneuerbarem H2-Kraftstoff errichtet. Unigel, eines der größten Chemieunternehmen Lateinamerikas, hat Brasiliens erste Produktionsanlage für grünen Wasserstoff im industriellen Maßstab gebaut. Das Unternehmen investierte insgesamt 120 US-Dollar in die Entwicklung und den Bau der erneuerbaren H2-Anlage. Während der ersten Projektphase von Unigel installierte das Unternehmen 20 Megawatt Standard-Elektrolyseure von ThyssenKrupp Nucera, was zu einer Gesamtkapazität von 60 Megawatt führte. Die Anlage wird eine der größten erneuerbaren Ammoniakanlagen nach Kapazität speisen, sobald sie mit der Produktion von grünem Wasserstoff beginnt. Die Strategie von Unigel beinhaltet die Vervierfachung seiner erneuerbaren H2-Kapazität in den Jahren unmittelbar nach Inbetriebnahme der Anlage. Dieses Ziel soll durch den Ausbau der Elektrolyseuranlage zu einer Multi-100-Megawatt-Anlage erreicht werden. Damit erreicht die Anlage eine Kapazität von rund 20.000 Tonnen sauberem H2. Die neue brasilianische Produktionsanlage für grünen Wasserstoff soll über 500 lokale Arbeitsplätze schaffen. Da 500 Menschen in der Region in dem neuen Werk beschäftigt werden können, gilt es als wichtiger Wirtschaftsfaktor für die unmittelbare und unmittelbare Umgebung. Während unserer fast 60-jährigen Geschichte haben wir immer auf technologische Innovationen geachtet und investiert, um die Anforderungen der Industrie und der Agrarindustrie zu erfüllen, sagte Unigel-Gründer und Vorsitzender Amri Slezunger. Mit diesem Projekt unternimmt Unigel den ersten Schritt zur Dekarbonisierung mehrerer Sektoren und trägt wesentlich zur Bekämpfung des Klimawandels auf dem Planeten bei. Dieses Projekt ist das erste seiner Art in Brasilien und stärkt den Pioniergeist von Unigel, grüne Moleküle im industriellen Maßstab herzustellen, fügte Dr. Werner Ponik war, CEO von ThyssenKrupp Nucera, hinzu. Da Brasilien eines der weltweit führenden Länder in Bezug auf installierte erneuerbare Energien ist, freuen wir uns, diese Partnerschaft einzugehen, um grünen Wasserstoff bereits heute zu einem erschwinglichen Energieträger zu machen. Ponikwa prognostizierte auch die Zukunft der Produktion von grünem Wasserstoff und sagte, nur durch die großtechnische Produktion mit robusten, zuverlässigen und kostengünstigen Technologien zu wettbewerbsfähigen Preisen für erneuerbaren Strom wird grüner Wasserstoff marktreif und weit verbreitet sein. Die Anlage wird sich im Camaçari Industrial Complex befinden und mit einer Jahreskapazität von 10.000 Tonnen für erneuerbares H2 und 60.000 Tonnen sauberes Ammoniak beginnen. Vielen Dank für das Folgen von Hydrogen Fuel News. Stellen Sie sicher, dass Sie auf Abonnieren klicken und auf den Link in der Beschreibung klicken, um unser kostenloses E-Book zu erhalten.